Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vanishing of Ethan Carter. Und zwar unter Wasser. Irgendwie, keine Ahnung. Ich muss sagen, wir gehen da nicht so nah ran. Gehen uns irgendwie einen Weg suchen? Wohin auch immer? Können wir hier überhaupt irgendwo lang, wenn wir mal so ehrlich sind? Ich kann nicht rennen, ich kann nur so gehen. Was wir hier jetzt machen sollen, weiß ich auch nicht. Bestimmt kein Sushi essen. Geht's auch nicht lang. Ach, lesen. Lesen. Ah, hab ich gesehen. Hey, ich hoffe, du bist nett. Lag der Zettel da eben schon. Sehen. Okay, Gott. Oh mein Gott, okay. Der Fluch des Seemonsters. Das henurische Necronomicon. Was? Das henurische. Ich bin mir nicht ganz genau, wie das ausgesprochen wird. Das henurische Necronomicon. Die Eisenerzbergarbeiter haben es endlich gefunden. Doch nicht alle von ihnen wollten sein Ritual durchführen. Und das Seemonster Gnai beschwören. Ein Bergarbeiter bemerkte, dass das Ritual Gnais Flut auf die Welt entfesseln würde. Und so hatte der Bergarbeiter keine andere Wahl, als die anderen mit magischen Eldown-Scherben zu erstechen. Gnai verfluchte daraufhin den Bergarbeiter, der nun die Mine durchstreift, dazu verdammt, andere daran zu hindern, das Seemonster zu beschwören und die Welt für immer zu überfluten. Okay. Ethan, I told you to stay out. God damn it, look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And please don't tell your mother I'm in here. All right? Okay. Now, you go. Get back home. Okay. Sind wir draußen? Nein, zu meinem Leidwesen nicht, aber jetzt ist es hier zu. Wir haben hier noch zwei Briefe. Wie das so schnell funktionieren konnte, weiß ich auch nicht. Aber das ist das vom Seeonwald. Steht auf der Rückseite was? Nein, scheint nicht so. Zurücklegen. Nicht ran. Was haben wir hier? Bitte um Stellungnahme. Sehr geehrter Mr. Carter, das amerikanische Patent- und Markenamt hat Ihren Brief von 27. Januar 1973 bekommen, in dem Sie um weitere Stellungnahme bitten, weshalb Ihr kürzlich eingereichtes Patent 527F2D von diesem Amt abgelehnt wurde. Wie wir schon in unserem letzten Brief erklärt haben, wurde das Patent aufgrund der Verletzung eines bereits existierenden Patents abgelehnt. In den letzten 16 Wochen haben wir über 4 Dutzend angeorderte Patente von Ihnen dokumentiert. Keins davon ging durch und auf alle haben Sie bestanden. Keins davon ging durch und auf alle haben Sie bestanden. Mr. Carter, wir würden dieses und zukünftige Angelegenheiten gern als erledigt betrachten. Mit freundlichen Grüßen, James Markey, Verwaltungsdirektor. Okay. Was hat der bitte zum Patent angegeben? Lesen. Okay. Dale, schaff dein Zeug aus meinem Keller. Bring es zum verdammten Müll. Bring es zur verdammten Müllheide. Ich habe es so satt, auf dem Weg zur Waschmaschine über dein misslungenes Leben zu steigen. Ich meine es ernst. Entweder es kommt weg oder ich verbrenne es. Okay, entweder hat das jemand zu Dale geschrieben oder... Also der Vater von Ethan Carter hat entweder einen Zettel bekommen oder... Ich glaube, die Mutter hat den Brief an
mit dem Vater geschrieben, glaube ich. So. Ich würde sagen, dann gehen wir zum Kochen Wasser. Oh Gott, das war jetzt aber auch echt scheiße. Und der Typ, also der Werkarbeiter da, der uns da erschreckt hat, also beziehungsweise mich erschreckt hat, ich weiß ja nicht, was bei euch da so abging, aber bei mir, der hat mich ordentlich erwischt. Bin froh, dass wir uns da irgendwie durchmogeln konnten. Der wurde halt verflucht und musste jetzt darauf aufpassen, dass niemand das Seemonster erwecken kann. Das heißt, auch wir sollen es nicht erwecken können. Oder so ähnlich. Sollten es nicht erwecken können. Hallo, ich fahre rückwärts. Der hat alle seine Mitkollegen getötet, damit die halt das auch nicht erwecken. Daraufhin wurde er halt verflucht. Wie machen wir das jetzt hier? Fragen darf. Darf ich da rein? Das ist okay. Darf ich das? Durfte ich das auch vorher? Ich habe Angst. Geh nochmal weiter. Das ist sehr merkwürdig, aber ist okay. Wahrscheinlich konnten wir vorher nicht da durchgehen. Gehe ich jetzt mal von aus. Dann wären wir einfach nicht weitergekommen oder ja, ähnliches. I could feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley. The first you walked into, and with any luck, walked out of. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable. And it wanted me to leave. Ich möchte auch, dass du diesen Ort verlässt. Ich glaube, wir kommen jetzt da raus, wo der andere Fahrstuhl, den wir nicht benutzen konnten, hätte gelandet wäre oder so ähnlich. Oh, wir sind draußen. Danke. Danke, danke, danke. Gucken wir mal. Was war das für ein Geräusch? Seid nicht so gemein zu mir. Ich bin hier gerade rausgekommen, ja? Ja, da ist das Haus. Mit den ganz vielen Türen. Die Geräusche auch ganz furchtbar toll, ja. Das sind die besten Geräusche, die ich jemals gehört habe. Und irgendwo da müsste auch der Fahrstuhl unten sein oder so. Ja, gucken wir mal, da wenn wir hinkommen. Ich bin wieder hier rein. Tolle Geräusche, ja, danke. Macht die schön. Da habe ich richtig Bock drauf. Ist ja nicht so, als wäre ich schon voll fertig mit den Nerven. Okay, das können wir öffnen. Komm hier mal hin. Alter, wie groß! Ja, das ist Busch. Vom Busch haben wir nichts viel. Haben wir nicht viel. Alter, krasse Kacke. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Geh nicht. Können wir hier irgendwie. So, mal fehlt uns ein Schlüssel vielleicht oder so. Ist das irgendwie so ein Maschinenraum oder so? Können wir nicht irgendwie. Hab's versucht. Ist jetzt nicht so, als wäre ich furchtbar traurig darüber, dass wir da nicht rein können, ne? Aber ich hab's versucht. Huch, voll im Busch.
Ist hier irgendwas, was wir vielleicht aufgehen können oder so? Hm. Sieht so aus, als würde es aufgehen oder so. Aufgehen können. Ein Traum. Wir haben übrigens echt bis jetzt nur zwei Wohnhäuser gesehen. Das ist hier nicht. Das sind keine Wohnhäuser. Aber halt die da oben sind. Mhm. Ein Traum. Dass ich hier überall rein kann. Bin ich voll supi. Oder sind das Wohnhäuser? Was ist das hier? An der Wand montierte Kiste. Axtförmiges Verfärbung. Feueraxtkasten. Oben liegt sie. Und Blut. Und eine Leiche. Und Vater. Ein Traum. Na, wenigstens wissen wir es jetzt schon. Und ich habe das eben falsch vorgelesen, ich weiß, aber ich konnte gerade nicht so schnell reagieren und mich verbessern. Ich hatte Angst, was zu verpassen. Was haben wir hier? Zerstört von innen, von außen. Übertriebene Gewalt, Verzweiflung, Wut. Kaputte Tür. Die wurde wahrscheinlich mit der Axt eingehauen. Die da liegt. In den Toten war da. Axt. Dusch, dusch, dusch. Dusch, 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 dusch. Sorry. Ich muss ein bisschen rumspielen. Was haben wir hier? Jetzt stehe ich hier irgendwie auf dem Stuhl drauf, aber es ist ein bisschen schlimm. Unbestürzte Stifthalter. Verstreutes Schreibtischzubehör. Etwas hastig genommen. Stift, Schere, Brieföffner, Lineal, Bleistift. Wahrscheinlich der Brieföffner. Der Schlüssel für das Ding. Eine Schere. Wo ist das denn? Auf der anderen Seite? Von dem Gebäude? Das andere? Kann ich mir sonst nicht vorstellen, was es ist. So, Fadi, was los? Opfer in die Enge getrieben. Durchstochener Hals. Keine anderen Wunden. Keine Fußspuren im Blut. Kein Zeichen eines Kampfes. Können wir uns angucken? Nein, können wir nicht. Wir brauchen wahrscheinlich die Schere. Die irgendwo... Die Richtung? Ja. Okay. Wir können die Axt da bestimmt reinditschen. Zack, Axt. Ich guck noch mal kurz in welche Richtung. Vielleicht müssen wir doch eine andere. Ich kann mir das gerade nicht so. Da habe ich halt nichts gesehen. So. In die Richtung? Aber dann gucken wir. Schere. Schere, Schere, Schere. In die Richtung. Eine ganz andere. Okay, das ist vielleicht beim Fahrstuhl. Fahrstuhl. Draußen Fahrstuhl vielleicht. Gucken. Jetzt wüsste ich nicht, wo das sein könnte. Ich wäre jetzt noch mal da hinten gelatscht, aber ich gehe mal davon aus, dass es irgendwo da, wo Fahrstuhl oder so ist. Da ist der Fahrstuhl und da ist auch das Ding. Untersuchen. Das können wir wahrscheinlich auch wieder nach oben nachher. Aber wo wir dann hin sollen, das weiß ich dann auch nicht. Nehmen.
können nach oben. Wir gehen aber noch nicht nach oben, weil wir wollen ja erstmal wissen, was mit dem Vater los ist. Also, wir wissen, er ist tot. Ne? Aber wer war es? Wie ist es passiert? Wo müssen wir als nächstes hin? Können wir da drüben noch hin? Das werden wir erfahren. Und ob wir da noch irgendwie rein können. Ich habe ja auf Öffnen gedrückt. Nicht funktioniert. So, dann legen wir mal die Schere rein. Dann dürfen wir bestimmt puzzeln. So, dann. Na, war die. Oh, das war richtig. Halten. Okay, es klappt. Boah, das leuchtet aber hell. Alles draußen? Der Vater. Oh. Das ist der Bruder. Aber war der nicht am Anfang gestorben? Das hat mich auf ganz vorhin, wo wir in der Mine waren, noch irgendwie auch gestört. Der hat ja auch noch der Mutter gerufen. Hat er ihn geklatscht gekriegt? Scheint so, ne? Was ist jetzt alle? Da, da ist schon die Axt. Da ist schon die Axt. Da ist noch einer. Oh, der lauert hier schon. Warte, wer lauert hier auf wen? Der Vater. Auf den Sohn. Hat er eins aufs Maul gekriegt oder was? Wir werden gleich merken, ob es falsch ist. Dann werden wir hier wieder rausgehauen, soweit ich das jetzt noch weiß. Können wir nicht auch machen. Aber es fehlt einer. Es fehlt ein Licht. Sonst könnten wir hier schon Nummern verteilen. Wo ist es denn hin? Guck mal, die sind zensiert. Hui! Hui, seht ihr das? Vielleicht beim. Muss auch nicht. Krähe, für dich scheiße. Ah, okay. Sorry. Man hört sie, man sieht sie nicht. Okay, hä? Wo fehlt denn da noch einer? Unterm Haus? Beim Haus? Gucken wir, gucken wir, gucken wir. Zup. Komm. Wir kriegen es hin. Also ist nicht beim. Ach! Hier! Das muss mir auch einer sagen. Wieso glitzert er es hier noch so? Er hat hier die Schere? Ja. Er hat hier die Schere in der Hand. Ach, wie machen wir denn das? Also. Höchstwahrscheinlich sehen wir nicht, was hier ist. Komm hier auch irgendwie nicht vorbei. Die anderen sehen wir aber, oder? Ja. Aber ich weiß, der Vater, der stand hier halt mit seiner. Der stand hier halt. Also das ist das Letzte. Das Letzte ist 5. Ist das hier 4? Ja. Müsste das Letzte sein. Da wird er. Ja. Getötet. Entschuldigung. Er versucht sich da mit der Schere zu.
Wie er guckt. Guckt euch mal an, wie er guckt. Seht ihr das? Krass, ne? So, hier wollen wir. So, er macht die Tür zu. Jetzt müssen wir gucken. Hier hat der Sohn schon die Axt. Hat anscheinend den Vater einer gescheuert. Vom Feinsten. Guckt euch mal den Gesichtsausdruck an. Ich finde das spannend. So, den Teil des mit dem Puzzle. Der Rest ist assi. Da habe ich Gänsehaut von. Hier hat er die Angst. Eins. Hat er sie irgendwie abgenommen? Hier geht er rückwärts, da stolpert er, fällt hin. Aber... Ja doch, warte, dann machen wir, das ist 2. Und das ist 3. She had an accident. Travis, put down the axe. An accident. I didn't want her to get hurt. We're all so sick, you know? Since Ethan found that room. Where's Ethan, goddammit? Talk to me! Okay, okay! He wants to burn Vandergriff's room. Look, Travis, just... Just leave me alone! Oh God! Oh God! The sleeper chooses vessels. You know that? To enact his wishes? He chose Ma. He chose me. Son? I don't want to hurt you. You think scissors are gonna save you? Yes. Didn't have to be this way. He could have helped the sleeper, helped us. But Mom's right. You're a coward, and you'll be meeting Ethan again soon. Okay, das ist heftig. Es ist wirklich, wirklich, wirklich heftig. Also er hat sich selbst umgebracht, damit sein Sohn ihn nicht tötet. Der versessen darauf ist, Ethan zu töten. Und anscheinend wissen wir jetzt, wo Ethan hin will. Und zwar zum Wendegriffzimmer. Wo das auch immer ist. Er hat irgendwie in die Richtung gezeigt. Keine Ahnung. Jetzt suche ich das Licht. Vielleicht ist es jetzt da vorne Tür oder so. Nein? Doch? Ach, sogar jetzt ist es sogar auf. Na dann, wollen wir mal rein, ne? Da ist es ja. Okay. You disturbed it. Travis, we can get rid of it. I know exactly what we're up against. Don't listen to what's in your head. This sleeper was feeding on them. Their hate, their distrust. Ethan's father figured suicide wouldn't feed it, but it did. I could feel it sitting somewhere out there, fat as a bullfrog, digesting. Okay, hatte er die Schere in der Hand, also der Bruder von Ethan?
Eieieiei. Ich guck noch mal, aber ich weiß nicht. Es geht. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich noch irgendwas sehen oder so. Hier ist nix so weit. Okay, das ist heftig, dass ich mir sagen darf. Ich bin mal gespannt, ob wirklich nachher alle tot sind oder Ethan es vielleicht noch schafft. Das ist krank, aber Travis, wurde der nicht am Anfang schon getötet vom Opa? Und der Opa ist ja auch noch nicht tot, oder? Ah, jetzt ist es offen. Okay, cool, praktisch. Also da sind auf jeden Fall noch einige Fragen offen. Ich bin mal gespannt. Hi. Was noch so passiert. Es geht weiter hier draußen. Aber das machen wir in der nächsten Folge, würde ich sagen. Das reicht auf jeden Fall wieder. Da können wir erstmal ein bisschen was verdauen. Ich auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.